Maker's Mark ist ein amerikanischer Whisky, ein Bourbon, der schon seit sehr, sehr langer Zeit von einer Familie aus ursprünglich Schottland hergestellt wird. Das war mal schottischer Einwanderer mit vollem Herzblut. Den gibt es seit 1959. Ihn macht noch der Geschmack besonders. Da wird ein Weizenanteil mit in der Maische Rezeptur verwendet. Und Weizen schmeckt natürlich sehr, sehr angenehm, sehr, sehr weich, sehr, sehr angenehm trinkbar. Ein ganz, ganz toller, handgemachter Whisky aus Kentucky. Wir schaffen hier auch für die Münchner Gastronomen heute ein besonderes Markenerlebnis. Wir machen das ja auch nicht in jeder Stadt. Also wir haben uns auch schon so ein bisschen die Städte rausgesucht, wo es am meisten Sinn macht, wo es eben schön ist, wo es passt. Und München ist für uns ein ganz, ganz wichtiger Standort. München hat ganz, ganz tolle Bars, die gerne mit unserem Produkt arbeiten. Und das ist für uns natürlich auch immer sehr, sehr viel wert. Es kommt wirklich auf den Tag, auf das Wetter, auf meine persönliche Verfassung an. Ich trinke ihn gerne pur. Zum einen so, wie er ist, genau so im Nosinglas. Ich trinke aber auch gerne Maker's Mark Sour oder ein Horse's Neck. Wenn ich mal unterwegs bin im Nachtleben oder so, dann trinke ich eher den Long Drink. Also es kommt immer wirklich sehr auf die Umstände an. Wenn du keinen Maker's Mark in einer Bar bekommst und dafür einen anderen trinken musst, was ist dann deine Wahl? Ich würde dann zu einem guten Rum greifen. Ich finde, Maker's Mark hat gewisse Parallelen zu einem Rum geschmacklich, persönlich, das ist immer sehr subjektiv. Aber ich würde dann einen guten Rum wahrscheinlich oder einen Cognac so in die Richtung gehen. Ja, das war wieder eine Folge von Monaco Deluxe. Es hat mich gefreut, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und wie immer, Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Fragen, Feedback, Wünsche gerne in die Kommentare. Und folgt uns bei Facebook, Twitter, Instagram. Und natürlich abonniert uns. Hier einfach auf den Button klicken, damit wir auch in Zukunft tolle Videos für euch machen können.